Tages hatten wir ja den Versuch gemacht, mithilfe des Netzwerks Umgebung auf unser NFS-Netz drauf zuzugreifen und sind mit dieser Fehlermeldung unter Server 2022 begrüßt worden und jeder Versuch mit Berechtigungen LDAP und Kerberos Umgebungen das zu bauen ist schief gelaufen. Leider. Also hat die Nacht dazu geführt, dass ich bestimmte Dinge angeschaut habe und diese Dinge wurden entsprechend von mir versucht einzubauen. Die haben alle leider nicht zu einem positiven Ergebnis geführt. Weder Kerberos noch LDAP noch die Konnektierung über OpenLDAP. Ich will da auch gar nicht weiter drüber auswirken. Es hat als schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Ja, und trotzdem habe ich jetzt nun die Verbindung, wie man hier unten sieht, bin ich also tatsächlich verbunden. Was unter Server 2012 R2, ich habe ja hier noch einen SharePoint-Server laufen, sauber funktioniert, indem man übers Netzwerk geht, ja, die Sache auf dem 2012 R2, die lief gut. Ja, das war also hier wirklich fast problemlos. Man hat im Netzwerk gesucht, man hat die IP-Adresse geöffnet, direkt geöffnet, sonst hätte das auch nicht funktioniert. Oh, jetzt spinnt er wieder. Und lange Rede, kurzer Sinn. Tatsächlich ist es so, dass man nur einen Befehl braucht auf der Command Line. Und da ist er. Und mit diesen permanenten Verbindungen und Mapping des Network Drives bin ich erfolgreich mit dem NFS-Netz auch via Server 2020-22 verbunden. 2019 habe ich auch getestet. Das hat gut funktioniert. Man kann sehr zufrieden sein, wenn man denn den richtigen Punkt gefunden hat. Und ja, natürlich habe ich alle Handbücher für 2022. Trotzdem ist das dort entweder aus Gründen der nicht gewollt, nicht verzeichnet, aber die Bücher sind ja nicht von Microsoft, sondern von anderen Kollegen mühselig und positiv erarbeitet worden. Also, mit diesem einen Befehl klappt das und schon bin ich mit meinem Linux NFS verbunden und kann auf diese Dinge drauf zugreifen und kann mit diesen Dingen auch entsprechend arbeiten. Und der Aufruf von der Performance her ist in Ordnung. Also das sage ich jetzt mal nicht, das ist positiv. Man sieht das hier gerade, ich habe gerade mein Beispiel aktiv aufgerufen. Das ist Problem des Renderings und des kompletten Einladens. Und ich kann mal eine kleinere Geschichte öffnen hier. Das sind nur 400 Kilobyte Rendering. Und das geht schneller. Das ist okay. Und klappt also. Hin und her. Datenaustausch ist problemlos realisiert. Tolle Fehlerumgebung. Gewollt, sage ich.